Zuschauer und Zuschauer. Ich begrüße Sie aus der verschneiten Sternwarte Soland zum Sterngucker im Monat Februar. Es war fast nicht mehr zu glauben, aber in der Oberlausitz hat nun doch der Schnee Einzug gehalten. Darauf freuen sich Jung und Alt. Ich möchte Ihnen jetzt im Büro der Sternwarte Soland Himmelsobjekte im Februar 2015 vorstellen. Die Zeiten sind in MEZ. Die Sonne geht am 15. Februar um 7.31 Uhr auf und um 17.38 Uhr unter. Am 28. Februar Aufgang 7.06 Uhr, Untergang 18 Uhr. Die Sonne tritt in das Tierkreiszeichen Fische und in das Sternbild Wassermann. Mondphasen: Vollmond, letztes Viertel Neumond und erstes Viertel im Monat Februar. Das letzte Viertel haben wir am 12. Februar um 4.50 Uhr, Neumond am 19. um 0.47 Uhr und das erste Viertel, der zunehmende Mond, am 25. Februar um 18.14 Uhr. Planetensichtbarkeit. Der Götterbote Merkur hat keine Morgensichtbarkeit. Die Venus ist am Abendhimmel in nördlicher Richtung zu finden. Und bei der Betrachtung der Venus habe ich einen Temperaturvergleich angestellt. Damit wir diesen Himmelskörper auch mal temperaturmäßig etwas einordnen können. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 5500 Grad Celsius. Die Magnesiumentzündung ist bei 473 Grad Celsius. Die Venus hat eine Oberflächentemperatur von 462 Grad Celsius. Die kommt dadurch zustande, dass wir ein ganz, ganz dichtes Wolkenkleid haben. Der Merkur, der nächste, hat eine Temperatur von 430 Grad. Wasser siedet bei 100 Grad. Die Erde haben wir die größte Temperatur in Kalifornien gemessen mit 57 Grad Celsius und auf dem Boden im Durchschnitt 15 Grad. Und der Merkur hat eine Temperatur an bestimmten Stellen dann in der Nacht, wo keine Sonne hinkommt, von minus 170 Grad. Der Mars kann am frühen Abendhimmel im Westen beobachtet werden. Die Helligkeit beträgt 1,3 Größenklassen. Jupiter ist der Planet der Nacht im Sternbild Krebs. Die Helligkeit beträgt minus 2,6 Größenklassen. Saturn, der Ringplanet, hält sich vorwiegend am Morgenhimmel auf, Aufgang etwa 2 Uhr. Die günstigste Beobachtungsmöglichkeit ist etwa 6 Uhr. Die Helligkeit beträgt 0,4 Größenklasse. Uranus ist in der ersten Nachthälfte zu sehen, der Neptun bleibt nachts unbeobachtbar. Planeten möchte ich besonders auf Juno hinweisen. Sternschnuppenströme in der Capella, die Alpha Auriciten und dann haben wir noch die Delta Leoniden. Eine kleine Auswahl von Sternbildern. Und hier möchte ich noch einmal etwas deutlich machen. Wir haben einen Wechsel der Sternbilder. Zu bestimmten Jahreszeiten haben wir ganz bestimmte Bilder. Das hängt mit den Bewegungen der Erde zusammen. Bewegung der Erde um die eigene Achse und die Bewegung der Erde um die Sonne. Dadurch sind zu unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene Sternbilder sichtbar. Zum Beispiel in den Sommermonaten das Sommer-Herbst-Dreieck mit Schwan, Leier und Adler und im Winter das Wintersechseck mit Orion, mit dem Stier, den Fuhrmann, den Zwillingen, den Großen und den Kleinen Hund. Jahreszeitlich gebundene Bilder
Und dann gibt es Sternbilder, die kann man das ganze Jahr über sehen. Das sind die sogenannten zirkumpolaren Bilder, die sich in Richtung Himmelsnordpol befinden. Und da möchte ich besonders den Fuhrmann erwähnen. Dabei sollten wir uns immer vergegenwärtigen, dass der Aufgang im Osten ist, scheinbar natürlich, und der Untergang scheinbar im Westen. Und im Süden müsste dann immer die Kulmination sein. Im Süden bzw. Südwesten haben wir das Wintersechseck und dazu gesellt sich noch das Einhorn. Im Westen haben wir Fische, Dreieck und Widder. Im Norden haben wir den Drachen, den kleinen Wagen, Zephäus und Schwan und im Nordwesten die Andromeda und den Perseus. Im Osten haben wir schon ein Frühlingssternbild, der Löwe. Gleichzeitig aber auch die Jungfrau und das Haar der Berenike. Bei klarem Wetter ist die Sternwarte Donnerstag ab 19.30 Uhr für Beobachtungen geöffnet. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, liebe Zuschauer und Zuschauer, Sie auf etwas mal hinweisen, was mit Beobachtung zu tun hat. Die Sterngucker können am besten den Himmel betrachten, wenn der Himmel offen ist. Das heißt also keine störenden Wolken, aber auch der Vollmond erfreut uns nicht bei der Himmelsbeobachtung, das ist zu hell. Also eignen sich besonders die Wintermonate. Dazu kommen natürlich aber auch ganz bestimmte meteorologische Erscheinungen, die eine Beobachtungsmöglichkeit eindämmen. Und da möchte ich noch einmal darauf hinweisen und mit den Gedanken des Treibhauseffektes einiges sagen. Wir haben das Licht von der Sonne und das Licht trifft zunächst auf die Atmosphäre. Dort wird ein Teil der Strahlung zurückgeworfen. Man spricht vom sogenannten Albedo. Auf dem Weg zur Erde durchquert das Licht die Atmosphäre und trifft dabei auf eine Wolkendecke. Und diese Wolkendecke kann reflektieren. Eine helle Wolke reflektiert, eine dunkle Wolke verschluckt. Und dann haben wir, wenn das Licht also durch die Atmosphäre ist, fällt es auf die Sonnen, auf die Erdoberfläche ein. Das heißt, die Erdoberfläche wird vom Sonnenlicht mäßig erwärmt und die Wärme wird reflektiert. Von der Erdoberfläche wird eine Infrarotstrahlung abgegeben. Und das führt wieder zu einer Reflexion. Ein Teil der einstrahlenden Sonnenwärme prallt von der Erdoberfläche ab und wird ins All reflektiert und die Infrarotstrahlung entweicht dann ins All. Sodass man eigentlich sagen kann, die Strahlung der Sonne besteht ja aus verschiedenen Bereichen. Für uns das sichtbare Licht ist das Wichtigste für die Himmelsbeobachtung. Und noch einmal kurz zusammengefasst. Das Sonnenlicht trifft auf die Atmosphäre der Erde, wird ein Teil zurückgeworfen, ein Teil gelangt auf die Erdoberfläche und auf dem Weg dorthin wird sie von den Wolken absorbiert oder reflektiert und von der Erde aus geht dann wieder in der Reflexion die Infrarotstrahlung weg. Und wenn jetzt die Atmosphäre verschmutzt wird, liebe Zuschauer und Zuschauer, dann wirkt sich das natürlich auf den sogenannten Treibhauseffekt aus. Es kommt zu einer Erwärmung, weil ja dann auch dann diese Wärme durch die atmosphärische Dichtheit der Wolken nicht weggehen kann. Dabei soll man das ist meine persönliche Meinung, nicht überbewerten. Es hat immer in der Erdgeschichte schon Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten gegeben. Das ist normaler Vorgang.
Das kann man auch in Gesteinsschichten nachweisen. Aber der Mensch kann eben durch ein nicht umweltbewusstes Verhalten dazu beitragen, dass die Erwärmung noch kompensiert wird. Also normaler Kreislauf plus Einfluss des Menschen. Dabei sind die Erwärmungswerte nun nicht besorgniserregend. Und man, auch hier muss ich meine persönliche Meinung dazu einmal mit äußern, man kann auch sehr viel Wind um diese ganze Problematik machen. Es gibt natürliche Prozesse und es gibt Einflüsse des Menschen. Und wir haben schon gesehen, wenn der Mensch begreift, dass er sich gegenüber der Natur fair verhalten muss und soll. Dazu zählt eben für mich auch das sinnlose Abholzen des tropischen Regenwaldes. Ein Wald speichert in jedem Fall. Und das wirkt sich natürlich dann auf die Biosphäre und auf uns Menschen aus. Das war mir ein Anliegen, Sie mit dieser Problematik mal vertraut zu machen. Ist natürlich nicht vollständig, es soll zum Nachdenken anregen. Und ich bin gern bereit, auf Ihre Fragen weiterhin Antworten zu geben. Aber ich wollte ganz bewusst diese Frage einmal anreißen. Wünschen wir uns einen klaren, natürlichen Himmel, damit wir die Faszination sehen können, uns erfreuen können, träumen und den Menschen nach uns auch diese Bilder zeigen können. Das war der Sterngucker im Faschingsmonat Februar. Ich werde mich schnell jetzt wieder ins Gebäude reinbewegen und gemütlich eine Tasse heißen Tee trinken. Und dabei werde ich mich erwärmen und erfreuen, denn im nächsten Monat beginnt der Frühling. Haben wir also Frühlingsanfang. Ob weiß, ob bunt, auf alle Fälle der Frühling kommt. Und mich auf die nächsten Sterngucker-Sendung im Monat März. Inhaltlich, gedanklich, natürlich mit Freude vorbereiten. Bis dahin verbleibe ich im Namen der Solinder Sternfreunde als Ihr Wolfgang Knobel.